Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine Alfen-Wallbox mit einer Siemens-Logo verbinden könnt. Damit könnt ihr tolle Projekte machen, zum Beispiel Überschussladen von eurer Photovoltaikanlage. Ein schöner Anwendungsfall für die Kopplung ist die dynamische Anpassung der Ladeleistung der Wallbox. Wenn von der Photovoltaik her noch Leistung übrig ist, könnt ihr damit die Ladeleistung des Autos erhöhen. Wie das geht, zeige ich im Folgenden. Was braucht ihr jetzt, um per Modbus auf die Wallbox aus der Alfen-Reihe zugreifen zu können? Ihr braucht dafür eine Lizenz. Diese Lizenz ist nicht ganz billig und nennt sich Load Balance Active, das dynamische Lastmanagement. Wenn ihr den License Key gekauft habt, müsst ihr als allererstes den License Key einspielen. Bitte das Abonnieren von dem Video nicht vergessen. Danke. Wenn ihr die Lizenz eingespielt habt, müsst ihr noch den Modbus aktivieren. Das passiert, indem man unter Load Balancing das Active Balancing einstellt. Und dort wählt man für die Data Source ein Energy Management System. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, einen Safe Current einzustellen. In dem Fall habe ich hier 10 Ampere gewählt. Die Ladestation fällt auf den Phasen immer wieder auf diesen Wert zurück, wenn sie keine anderen Signale bekommt. Als nächstes setzt ihr das Power Setting. Unter Power Setting hier gibt es die Installation. Als erstes wählt man, wie groß der maximale Strom auf den einzelnen Phasen sein darf. In dem Fall habe ich hier 16 Ampere gewählt. Dann kann man für den Anschluss noch ganz gezielt wählen, was ist der maximale Strom, habe ich hier auf 12 Ampere gestellt. Also für den Fall, dass über Modbus falsche Werte eingestellt werden, kann ich maximal 12 Ampere hier zur Verfügung stellen. Damit die Siemens Logo auch wirklich auf die Wallbox zugreifen kann, müsst ihr die Wallbox als Modbus Client einrichten. Dazu geht ihr auf Ethernet-Verbindungen und erzeugt unter Ethernet-Verbindungen ein Modbus-Client. In meinem Beispiel hier hat die Wallbox die Adresse 192.168.2.229. Wenn ihr jetzt per Doppelklick auf diese Verbindung hier unten geht, könnt ihr dann die entsprechenden Abbildungen von Wallbox-Registern auf Siemens-Logo, den Virtual Memory, einrichten. Gehen wir mal in die Details. Laut Spezifikation hat die Real Power Sum, also die aktuelle Leistung, die die Wallbox an das Auto abgibt, die Holding-Register 344 und 345. Das Ganze ist ein Float 32 Wert. Diesen muss ich abbilden in der Logo auf zwei Worte mit jeweils 16 Bit. Und ihr seht hier am Mapping, das wird hier auf die VWs hier abgebildet, also virtuelle Wörter, ab dem virtuellen Speicher 160. Wie kann ich jetzt den Float 32 Wert wieder auf einen auf eine ganze Zahl abbilden? Dazu brauche ich einen Gleit-Ganz-Konverter, den ich hier in der Logo erzeugen kann, und dort gebe ich dann diese Speicheradresse 160 an. Wie könnt ihr die Ladeleistung an der Wallbox denn einstellen? Das geht über den Strom, der auf den drei Phasen definiert ist. Dazu gibt es hier ein Holding-Register, das ist 1210 und 1211, nennt sich Modbus Slave Max Current. Das ist der eingestellte Ladestrom in Ampere. Ich mache wieder ein Register-Mapping, indem ich jetzt hier zwei Wörter abbilde auf ein Holding-Register 1211. Die Richtung ist in dem Fall von Logo auf die andere Seite rechts zur Alfen-Wallbox. Um jetzt den Wert selber zu schreiben, brauche ich einen Ganz-Gleit-Konverter, Standardbaustein der Logo. Dort stelle ich dann die Adresse 200 ein und übertrage damit automatisch die Werte auf die Wallbox. Was ihr noch wissen müsst, es gibt hier noch eine Besonderheit. Und zwar, ihr habt alle 60 Sekunden müsst ihr den Wert neu schreiben, sonst fällt der Ladestrom in der Logo auf den Safe Current zurück, den ihr am Anfang eingestellt habt. Diese 60 Sekunden sind auch wieder zu definieren. Dazu gibt es unter Load Balancing, unter TCP/IP-EMS die Validity Time, und hier stellt ihr die 60 Sekunden oder einen anderen Wert ein. Das ist die Zeit, mit der ihr von der Siemens Logo den Wert jeweils neu schreiben müsst. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Es hat mich doch wirklich Zeit gekostet, das alles herauszufinden. Es gibt nirgendwo so eine richtige Anleitung, die sagt, wie man jetzt Alfen Wallbox mit Siemens Logo verbindet. Zu den Details der Siemens Logo, wie man generell Modbus verbindet, habe ich ein anderes Video, das hänge ich oben rein hier. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit euren Projekten und ja, viel Spaß beim Laden des Autos. Ciao, ciao.